Am Freitagmorgen stand ein Mehrfamilienhaus auf der Böhmischen Straße in Zittau in Flammen. Das Feuer brach im Bereich des Dachbodens aus, verlagerte sich aber schnell ins Obergeschoss. 12 Personen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Gut 50 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte aber völlig nieder. Ein Kamerad verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Ob die Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren können, kann zur Stunde noch nicht gesagt werden. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens kann die Polizei ebenfalls noch keine Aussagen treffen. Die Löscharbeiten vor Ort dauerten bis in die Morgenstunden.